Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin der Christian und wir machen weiter mit Tekken 7 Fighter Season 7. Beim letzten Mal war Lars dran und dieses Mal kommt Lilly rein. Ich glaube, dass ich mit der gut klarkam. Aber wir nehmen mal das Outfit. Das sieht bequem aus. Ich kann mich auch nicht mehr wirklich dran erinnern, was ich beim letzten Mal, also bei der letzten Fighter Season von Tekken 7, was ich da für ein Outfit anhatte. Oh, ich glaube, mit der müssten wir auch als nächstes denn, glaube ich, ne? Die war auch krass. Kann ich mich noch dran erinnern, dass sie ziemlich gut war oder ich mit der sehr gut klarkommen bin. So, dann mal los. Die wird ja auch schnell sein, beziehungsweise unsere Gegnerin natürlich auch. Oh ja, okay. Doch, die geht ab. Das ist jetzt nochmal ein krasser Unterschied. Ich habe gerade Lars aufgenommen. Bam. Boah, verdammt. Also unsere ist ziemlich krass. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet, Mist. Unsere ist ziemlich krass. Die andere war natürlich auch ziemlich krass und deshalb war dieser Unterschied nicht so sehr zu merken. So, wer darf es als nächstes sein? Ey, die ist natürlich auch wieder ziemlich gut, ne? Das ist bitter. Da hat man wirklich so ein bisschen gehofft, dass man eher ein paar männliche, stabil gebaute Gegner bekommt, damit man hier ein bisschen mit seiner Geschwindigkeit glänzen kann, aber soll offensichtlich nicht sein. So, da mal los. Die hat auch einen wilden Haarschnitt, ne? Aber okay, sie auch. So, zack. Bam. Oh, shit, ja. Ja, mit ihr zusammen ist man doch rumgelaufen, ne? Mit ihr und Lars, glaube ich, war das. War das Tekken 6? Oder war es Tekken Tag Tournament 2? Ich weiß es nicht mehr. Sorry. Aber mit in irgendeinem Tekken-Teil ist man... Könnte man mit denen so rumlaufen. Das ging tatsächlich schneller als gedacht. Wer darf die Nummer 3 sein? Bin ich jetzt mal gespannt, ob wir noch ein... Nein, doch nicht. Julia ist es, ne? Ich hätte ja gedacht, wir kriegen noch einen Typen. Na gut, dann ist es halt Heihachi, der Hahnenkorb ist. Beziehungsweise... Kann sein, dass Akuma kommt, oder? Weiß es nicht. Vielleicht ist es auch Kazumi, ne? Akuma kommt ja bloß bei wirklich ausgewählten Gegnern. Erstmal Teechen trinken. So ich genauso. Hey Julia. Also Julia finde ich übrigens, also die war bei Tekken 3, fand ich die schon geil. Also krass. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen falsch. Oh ja, der war nice. Nein, verdammt. Autsch. Bam. In den Boden gerammt. Aber die haben sie vom Style her halt auch ein bisschen verändert, ne? Ja, Julia macht mich fertig, glaube ich. Dann nennen wir hier auch nochmal durch die... Oh nein. Komm schon. Great. Haben wir auch endlich mal wieder ein Great gemacht. Hatte ja zuletzt eher die gegnerische Partei immer. Heihachi. Aber den, die Trophäe haben wir auch schon geholt, ne? Also, so von wegen, wo willst du hin oder so hieß die, glaube ich, damals, wenn man andauernd durch den Boden durchballert. Gibt's das eigentlich schon, dass man auch durch die Seite durchballern kann? Dass du sozusagen so möglichst weit rechts oder weit links im Bild ist ja auch irgendwann Feierabend. Dass du den Gegner da einfach nochmal durchmatchen kannst. Oh, da habe ich aber Glück gehabt, dass er nicht durchgezogen hat. Okay. Dann machen wir das einfach. Du wirst die ganze Zeit so weitermachen. Okay, perfekt. Nice one. Eben great, jetzt ein perfekt. Okay, war auch ein bisschen eher Billo gemacht von mir, ne? Mit den ganzen Griffen. Oh, als wenn ich es nicht gewusst hätte, ne? Beziehungsweise als wenn ich es gewusst hätte. Akuma.
Ich weiß nicht, ich fand das bei ihr sowieso schon komisch, dass wir zum Anfang drei Damen hatten. Deshalb habe ich mir schon gedacht, ah, vielleicht geht hier auch was in Richtung Akuma. Tatsache. Ja, mal gucken. Das wäre natürlich krass gewesen, wenn wir hier auch noch Kazumi gekriegt hätten. Weil ja die anderen drei Damen, wie gesagt, auch schon sehr gut waren, sehr stark waren, sehr schnell waren. Ich kann das übrigens nicht skippen. Das war ja ein geiler Kameraschwenk. Es war einfach so. Er sah so unglaublich groß aus. Alter, ich kann jetzt machen. Na, komm. Ja, bisschen tricky hier gegen ihn. Also er hat sich ja schon von seiner besten Seite hier gezeigt, indem er mich da ganz schön. Oh nein, verdammt. Oh nein. Ey, ich wollte gerade sagen, dieser eine Schlag wieder. Also er sah eben in seinem Intro so unglaublich groß und mächtig aus. Und dann schwingt die Kamera rüber und auf einmal ist sie genauso groß wie er. Fand ich schon ziemlich lustig. Na, verdammt. Schönes Ding. Wie sie einfach gegen ihn tritt, wie gegen den Fußball. Schönes Ding. Das ging überraschend easy peasy. Also ich verweise gerne auf den letzten Part mit Lars, wo das gegen Kazumi nicht so gut lief. Ach, digitiert er jetzt nochmal oder? Ne, wir haben ihn zweimal platt gemacht, oder? Ich habe eben schon an mir gezweifelt und dachte so, hey, ich habe ihn noch zweimal platt gemacht, oder? Oder digitiert er hier nochmal? Auf jeden Fall haben wir es gepackt. Und das ging, ziemlich nice war das. Also die Kämpferin kann ich empfehlen. Das war angenehm. Na gut, ich bin fürs Erste wieder raus. Hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und bis dahin sag ich einfach mal ciao.